wenn da wirklich 100 bei mir gestorben wären, die vorher schulmedizinisch vorbehandelt waren, das wäre gar nichts. Rieke Gerd Hamann, Arzt ohne Approbation, Gründer der germanischen neuen Medizin. Er hält sich in Norwegen auf, entzieht sich so der Strafverfolgung. Von dort führt er eine braune Medizinsekte, die sich auch in Bayern immer schneller ausbreitet. Jüngstes Opfer der germanischen neuen Medizin ist die 12-jährige Susanne aus dem Allgäu. Das Mädchen starb am heiligen Abend letzten Jahres an Krebs auf einem abgelegenen Gehöft nahe Altusried. Die Frage, warum das Kind qualvoll sterben musste, beschäftigt jetzt die bayerische Justiz. Die Staatsanwaltschaft Kempten führt Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tod eines 12-jährigen Mädchens. Die Ermittlungen richten sich zum einen gegen die Eltern. Hier besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung und der Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht. Es wird zu überprüfen sein, ob die Eltern durch Abbruch einer schulmedizinischen Behandlung den Tod des Kindes vorwerfbar verursacht haben. Die Eltern hörten nicht auf die behandelnden Ärzte, obwohl die Mediziner in den Unikliniken Tübingen und Ulm Susanne eine Heilungschance von 70% gaben. Nach Aussagen der Ärzte war Susanne auf einem guten Weg, für immer gesund zu werden. Zum damaligen Zeitpunkt im Juli haben wir eben festgestellt, dass der Tumor gut angesprochen hat, dass er schon deutlich kleiner geworden war. Haben mit den Eltern ausführlich und lang gesprochen über die Behandlungsmöglichkeiten, die es bei diesem Tumor gibt und wie das ablaufen müsste. Und dann kamen sie ja wieder im Oktober zu uns, deutlich später. In der Zwischenzeit war keine intensive Therapie fortgesetzt worden. Und dann im Oktober war halt der Tumor dann schon wieder sehr deutlich am Wachsen und hatte sich auch in andere Organe ausgebreitet, sodass dann die Situation für die Behandlung deutlich schlechter war. Was ist zwischen Juli und Oktober letzten Jahres im Allgäu passiert? Warum haben die Eltern die Krebstherapie ihres schwerkranken Kindes abgebrochen? Wir fahren ins Allgäu. Hier in Kempten sind die Anhänger der germanischen neuen Medizin besonders aktiv. An Stammtischen werden die sogenannten fünf Naturgesetze der germanischen neuen Medizin erklärt. Die Veranstaltung Anfang Mai ist gut besucht, doch unsere Kamera ist im Vortragssaal unerwünscht. Der Referent, ein Allgäuer Arzt, will keine Fragen beantworten, schon gar nicht zum Fall Susanne. Kein Interview. Warum denn nicht? Mit dem Todesfall, um den es in Kempten gab, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Sie halten trotzdem weiter Vorträge über diese Medizin. Wollen Sie nicht mit uns reden? Fest steht, zwischen Juli und Oktober letzten Jahres sind Susannes Eltern über die sehr engagierte Kemptener Sektion der germanischen neuen Medizin in direkten Kontakt mit ihm gekommen, mit Rieke Gerd Hamann. Hamer berät die Eltern telefonisch und kommt sehr schnell zu einem Ergebnis. Für ihn ist das Mädchen im Grunde gesund. Er schreibt gleich mehrere Gutachten, ohne das Kind jemals untersucht zu haben. Seine Diagnose: eine Zyste in der rechten Niere und einen Wasserkonflikt. Seine Empfehlung: es besteht kein aktueller Handlungsbedarf. Schon im Januar reisen wir nach Norwegen, nach Sandefjord, um Hamer in seinem Exil aufzusuchen. Er erklärt sich zu einem Interview bereit. Zu diesem Zeitpunkt ist schon klar, seine Diagnose war falsch. Das Kind ist gestorben. Dennoch verteidigt er seine offensichtlich medizinisch abwegige Einschätzung. Das Kind war relativ total gesund, als es vor Gericht stand. Und die haben gesagt, er stirbt ja bald. Aber lass uns nicht darüber sprechen. Ja, ja. Lass uns nicht darüber sprechen. Da suche ich bei Ihnen nach einer Erklärung. Warum ist das Kind gestorben, wenn es doch Ihre Methode angewandt hat? Das möchte ich nicht darüber sprechen. Hamer weicht aus. Kritikern hält er vor, sie hätten seine Lehre nicht verstanden. Laut Hamer ist die Ursache jeder Krebserkrankung ein Konflikt. Löst der Patient seinen Konflikt? Dann stoppt das Krebswachstum.
Im Falle Susanne sei es ein Trennungs- und ein Wasserkonflikt. Susanne habe einen Badeunfall gehabt und deswegen Angst vor dem Ertrinken. Bei der Lösung dieses Konfliktes hätten sich harmlose Zysten in der rechten Niere gebildet. Es bestehe überhaupt keine Lebensgefahr, erklärt Hamer den Eltern. Die behandelnden Ärzte hingegen hatten einen Keimzelltumor diagnostiziert, der unbehandelt unweigerlich zum Tode führe. Die Mediziner verstehen bis heute nicht, warum die Therapie abgebrochen wurde, trotz erster Erfolge. Das tut schon weh, wenn man als Arzt so ein Kind kennenlernt, mit ihm spricht, es untersucht und man weiß genau, was auf das Kind zukommt, weil man es einfach aus der langen Erfahrung schon leider oft genug gesehen hat. Und man weiß, dass man bei diesem Kind gute Chancen hätte, etwas dagegen zu tun, aber man kann es nicht, weil man es nicht darf. Das ist sehr schwierig, ja. Warum haben Susannes Eltern der Ferndiagnose eines Scharlatans geglaubt? Was ging in ihnen vor, als sie hörten, ihr Kind sei gar nicht krank? Susannes Eltern wollen mit uns nicht darüber sprechen. Wir finden einen anderen Krebspatienten, der in die Fänge von Rike Gerd Hamer geraten ist. Im Schwarzwald treffen wir Stefan Birkhofer. Der 39-Jährige hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Über Bekannte kam er in Kontakt mit Hamer. Birkhofer schickte seinen Befund nach Norwegen und bekam tatsächlich eine Diagnose per Telefon. Er erinnert sich noch genau an Hamers Worte. Herr Birkhofer, Sie haben gar keinen Krebs, Sie haben keinen Tumor. Ich sagte, was habe ich denn dann? Ja, Sie haben an Ihrer rechten Niere eine Zyste. Es war für mich natürlich ein Wechselbad der Gefühle, wenn man in so einer Situation ist. Hier entsprechende Diagnosen von den Kliniken und eventuelle Lebenserwartungen. Eine Zyste an der rechten Niere. Hamer stellt bei Birkhofer die gleiche Ferndiagnose wie bei Susanne aus dem Allgäu. Doch im Gegensatz zu Susannes Eltern hat Birkhofer erhebliche Zweifel und beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Jawohl, Herr Hamer, Sie haben es jetzt verdient, mich persönlich kennenlernen zu dürfen. So entgegnete ich ihm. Und bin dann auch dienstags dann nach Norwegen geflogen, hatte aber den Eindruck, dass er eigentlich mit dieser Aussage oder auch mit dem Zeitpunkt, den er gewählt hat, eigentlich verhindern wollte, dass ich nach Norwegen komme. Aber mich hat es jetzt erst recht interessiert. Vor allem wollte ich auch demjenigen, der mir so etwas erzählt, persönlich in die Augen schauen. Anders als Susannes Eltern macht sich Stefan Birkhofer auf den Weg nach Norwegen. Die Begegnung mit Rike Gerd Hamer öffnet ihm die Augen. Während diesem ersten persönlichen Aufeinandertreffen haben wir eigentlich sehr wenig oder so gut wie gar nicht über mich selbst auch gesprochen. Ich habe mir dann erlaubt, auf dem Weg vom Café zu seinem Auto oder zurück zum Hotel ihn zu fragen, ja, was denn eigentlich mit dieser Zyste sei an meiner rechten Niere. Dann hat er gemeint, ja, das müsste er revidieren. Also, ne, das hätte ich nicht. Wie kann ein Mensch darauf kommen, einem zu erzählen, man hätte an der rechten Niere eine Zyste, um das dann wieder zu revidieren vor Ort und mir dann etwas von irgendwelchen Konflikten, unter anderem auch einem Wasserkonflikt zu erzählen. Passend natürlich, fast wie ein gefundenes Fressen war für ihn, dass ich in meiner Kindheit Nichtschwimmer war und erst durch einen Schwimmkurs dann das Schwimmen kennengelernt habe. Ja genau, das ist es, das ist der Wasserkonflikt. Stefan Birkhofer lässt sich nach seiner Rückkehr noch einmal untersuchen. Er hat keine Zyste an der rechten Niere, aber nach wie vor einen Tumor an der Bauchspeicheldrüse. Hamer will sich mit Details nicht aufhalten. Sie können mich nicht an irgendeinem Fall festhalten, guck mal, da ist mich nicht an irgendeinem Fall festhalten, guck mal, da ist einer und der hat germanische Medizin machen wollen und ist dann gestorben. Das kann ja sein. Jetzt haben Sie aber schon Patienten, die Sie betreuen, oder? Sie haben Patienten, ich darf gar keinen Patienten betreuen, sondern die... Sie beraten telefonisch beispielsweise im Fall... Wenn man nicht mich anruft, dann brauche ich nicht auflegen. Ne? Hier in Norwegen darf jeder seine Meinung sagen. Auch telefonisch, ne? Erstaunlich viele Ärzte kommen über Patienten in Kontakt mit Hamers Medizinsekte.
auch der Chirurg Günther Gehlhaar. Danach schickte ihm Hamer persönlich Patienten mit fortgeschrittenen Tumoren, die der Chirurg ambulant operieren sollte. Vor einigen Wochen standen plötzlich Eltern mit ihrem schwerkranken Kind in seiner Praxis. Der Hamer hatte ihnen gesagt, dass wir also mit einem Mini-Schnittli da so auch so Mini-Eingriffchen da das Haus meines Kind war ein dreijähriger Bub mit einem riesigen Wilms-Tumor den gesamten Bauchraum ausfüllend schon mit Luftnot. Die Eltern hatten das Kind 3 Monate lang versteckt, ja, dass keiner merkt, dass das Kind also so einen Tumor hat. Ihm war wohl erzählt worden, dass, also wenn es in die Klinik kommen würde, chemotherapiert werden würde und auf jeden Fall sterben würde an der Behandlung. Gehlhaar versucht alles, um den Eltern klarzumachen, dass ihr Kind in höchster Lebensgefahr schwebt. Ein riesiger Tumor und unbehandelt und habe den erstmalig offenbar wirklich gezeigt, welche Möglichkeiten es gibt in der Therapie dieser Wilms-Tumoren halt. Habe dann auch im Olga-Spital in Stuttgart in der Kinderklinik angerufen, hat der Oberarzt, hat ihnen das auch nochmal erklärt, welche Möglichkeiten und wie die Überlebenschancen gingen. Damit waren die Eltern überzeugt und der Vater hat sich auch nochmal bedankt, dass wir ihm noch die Augen geöffnet haben, dass er vielleicht noch rechtzeitig gekommen ist. Wir wissen es natürlich nicht genau. Aber das Kind hat bis jetzt überlebt, ist operiert worden, der Tumor ist raus. Gehlhaar brach nach diesem Erlebnis den Kontakt zu Hamer ab. Es gab ein letztes Telefongespräch. Der Hamer hat dann telefoniert und hat gefragt, wo die geblieben sind. Und ich habe gesagt, ich habe sie in die Kinderklinik geschickt und möchte damit hier die jegliche Zusammenarbeit beenden. Das ist keine Therapie, das ist Mord. Die ganze Medizin ist immer mal mortal. Ich kann auch... Die meisten kommen ja, wenn sie ausbehandelt sind, ne? Und selbst ich, wenn ich ein Krankenhaus hätte, könnte ich nicht jeden Patienten retten, wenn der von der Schulmedizin nach der 10. Chemorunde kommt und ist kaputt. Der ist alles kaputt, die Blutbildung ist kaputt, alles, die Nieren sind kaputt, alles ist kaputt, vergiftet worden. Ja, da können Sie nicht sagen, ja, der ist jetzt zum Hamer und da ist er da doch gestorben. So reagiert er immer. Wenn Hamer und seine Mitarbeiter mit konkreten Fällen konfrontiert werden, ist die Schulmedizin schuld. So sammelt Hamer in ganz Europa eine fanatische Anhängerschaft. Die Bewegung ist sektenartig organisiert. Und wie viele Anhänger sind es? Wie sind die organisiert? Da gibt es auch immer diese Treffen. Haben Sie da Einfluss drauf? Ich meine, ich schätze mal, dass da inzwischen in Deutschland vielleicht 100.000 Anhänger sind. Ja, vielleicht auch sogar mehr. Stammtische und Vorträge der germanischen neuen Medizin wie in Kempten Anfang Mai wirken auf den ersten Blick harmlos und bürgerlich. Die Menschen dort haben oft sehr persönliche Erfahrungen mit Krebs gemacht und sind auf der Suche. Überall in Bayern, auch hier in Oberhaching, gibt es solche Treffen. Wir haben einige besucht, durften aber bei keiner dieser Veranstaltungen mit der Kamera in den Vortragssaal. Es ist wie eine Revolution. Es ist wie, dass die Erde keine Scheibe mehr ist. Genauso ist es. Ich habe selber ein krebskrankes Kind. Ich bin Ärztin und da möchte ich mich jetzt darüber mehr informieren. Ich bin ein offener Mensch und beschäftige mich viel einfach mit anderen Möglichkeiten. Ich bin ein Freund von Möglichkeiten. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, einfach einen anderen Weg zu gehen. Perfekt. Ich frage mich bloß, wieso die Schulmedizin sich da nicht schon längst geöffnet hat. Das ist eine Frechheit. Also mich interessiert sehr, ich befasse mich auch damit und denke, dass das eine tolle Sache ist, die was aber sehr zurückgehalten wird. Ich finde das spannend, also wenn sofort dieser Schriftzug auch auftaucht, also, ja. Allein die Optik, dass dieses Rechtsradikale rüberkommt, dass dann sofort die Presse sich herstürzt und Futter widmet. Also das finde ich gut. Nein, hat nichts mit antisemitisch, das ist nur das Wort, hat gar nichts damit zu tun. Ach so. Es ist nur zufällig so, dass die Juden, wie man lesen kann, eben das anwenden und dass da keiner Krebs hat. Wer nachhakt, kommt schnell auf den antisemitischen Hintergrund. Denn Hamer und seine Anhänger verbreiten Unglaubliches. In einem Dokument von 2008 behaupten sie, die Zionisten würden mit der Chemotherapie einen weltweiten Genozid begehen. Alle Juden würden germanische neue Medizin anwenden. Alle anderen Patienten bekämen von jüdischen Ärzten Chemotherapie. Die sei meist tödlich.
In unserem Interview wiederholt Hammer immer wieder diese ungeheuerliche Verschwörungstheorie. Übrigens, in Deutschland kriegt kein Jude Chemo. Kein Jude kriegt Chemo. Ne? Das müssen wir mal festhalten. Ne? Und die allermeisten Onkologen gehören dieser Glaubensgemeinschaft an. Sie behandeln ihre jüdischen Patienten ohne Chemo und die nicht-jüdischen mit Chemo. Also die möchten nicht, dass der Rest der Welt überlebt. Ja. Deshalb sind in den letzten 29 Jahren 2 Milliarden Menschen mit Chemo umgebracht worden. Mit diesen Aussagen wird auch Professor Wolfgang Hiddemann immer wieder konfrontiert. Denn viele seiner Krebspatienten stoßen auf der Suche nach Alternativen auf Hamers Theorien. Die Behauptung, dass die meisten Onkologen Juden seien und ihre Angehörigen nicht mit Chemotherapie behandeln würden, das sind Behauptungen, die sind so absurd, dass man sich einfach nur wundern kann, dass es irgendeinen Menschen gibt, der solch eine These tatsächlich ernsthaft diskutieren kann. Aber hier wird idiotisch mit Chemo und 98% sterben. Dass die wirklich zu 98% sterben, das zeigen alle Statistiken. Auch das wiederholt Hamer immer wieder und seine Assistentin hält vermeintliche Beweise in die Kamera. Aber Hamer arbeitet mit falschen Zahlen, zitiert uralte Statistiken oder beruft sich auf dubiose Quellen. Hamer hat längst den Überblick über die aktuelle Krebsforschung verloren. Es wird ja leider in der Diskussion immer wieder übersehen, welche Fortschritte die Onkologie tatsächlich auch gemacht hat. Wir gehen heute davon aus, dass etwa 400.000 bis 450.000 Menschen in Deutschland pro Jahr neu an Krebs erkranken. Von diesen Menschen hat etwa die Hälfte eine Erkrankung, die in einem Stadium erkannt wird, wo es noch begrenzt ist. Und da kann ich mit örtlich begrenzten Maßnahmen, das heißt meistens eine Operation oder eine Bestrahlung, den Krebs heilen. Und es sind heutzutage nur etwa 10% der Krebskrankheiten, die wir zurzeit mit den Mitteln, die wir haben, nicht wirksam beeinflussen können. Doch unbeirrt von Fakten wird bei Veranstaltungen der germanischen Neuen Medizin die Behauptung, 98% der Krebspatienten würden nach einer Chemotherapie sterben, gebetsmühlenartig wiederholt. Den Antisemitismus spielen die Besucher herunter. Das ist jetzt seine Einstellung dazu, dass also ich mische Medizin und Politik nicht. Es geht um die Information über den Menschen selber und dann hilft mir das andere nicht, ich muss einmal drüber wegschauen können. In Oberhaching filmt Veranstaltungsleiter Helmut Pielhaar unser Kamerateam. Pielhaar organisiert die Stammtische und Vorträge und ist als Chefagitator für die germanische Neue Medizin unterwegs. Er selbst möchte uns kein Interview geben. Pielhaar und seine Frau, hier Aufnahmen von 1995, erregten europaweites Aufsehen, weil sie mit ihrem krebskranken Kind Olivia und Hamer quer durch Europa flüchteten. Hamer hatte auch bei Olivia eine Zyste in der rechten Niere und einen Flüssigkeitskonflikt diagnostiziert. Die österreichischen Behörden entzogen den Pielhaars das Erziehungsrecht und ließen das Kind therapieren und operieren. Operation und Chemotherapie retten Olivia Pielhaar das Leben. Trotzdem sind die Pielhaars glühende Verehrer Hamers geblieben. Hier sehen wir Olivia auf einem Foto von 2008 mit Hamer und ihren Eltern. Alle haben sie das Dokument unterschrieben, das den Juden Genozid mit Chemotherapie vorwirft. Helmut Pielhaar verbreitet im Internet und bei Auftritten auch in Bayern Hamers Lehre, gespickt mit antisemitischen Ausfällen. Pielhaar ist Hamers erster Apostel und verantwortlich für die Verbreitung der braunen Medizinlehre im deutschsprachigen Raum. Kronach in Franken. Mit Schrecken erinnern sich Zeugen an einen Auftritt Pielhaars und seiner Anhänger in der dortigen Synagoge. Nach einem kritischen Vortrag über die germanische Neue Medizin kam es zum Eklat. Sektenanhänger hatten sich heimlich unter das Publikum gemischt. Die Pielhaar-Thesen, die haben mich geradezu entsetzt, wie er sich also hinstellt, in Pose stellte, in die Ecke da vorne
dass also alle, die den Kopf drehten, ihn sehen konnten. Und er dann wirklich seine bekannten Thesen verkündete, wir Nichtjuden, immer diese Differenz zwischen Juden und Nichtjuden, wir Nichtjuden möchten auch gerne nach der GNM geheilt werden. Das verwehren uns aber die Juden, also sind wir gezwungen, uns von der Chemotherapie vergiften und töten zu lassen. Und dann fiel dieser Satz von ihm, finden Sie nicht auch, dass Hamer der größte Wohltäter der Juden ist? Und es war eine absolute Totenstille in dem Raum. Was für mich dann ganz schlimm war, dass er sehr viel Applaus bekommen hat. Also offensichtlich von seinen Anhängern, die alle relativ weit hinten saßen, sich im Raum gut verteilt hatten. Und man hatte dann, wenn man vorne in der ersten Reihe saß, das Gefühl, irgendwie um einen rum waren nur noch GNM-Anhänger. Und das hat also hat schon für eine sehr beklemmende Stimmung gesorgt, hat mir auch persönlich Angst gemacht. Es ist mir unerklärlich, dass immer noch Leute gibt, die Juden sind unser Unglück. Das ist ja im Grunde eine Variation dieses Satzes. Die Juden sind also schuld, dass wir mit Chemotherapie zugrunde gerichtet werden. Also Juden sind unser Unglück. Dass die Juden unser Unglück sind, das wollen wir ungern wiederholt hören und das wollen wir schon gar nicht in der Synagoge wiederholt hören. Strategisch günstig hatten sich die Anhänger der germanischen neuen Medizin in der Synagoge verteilt und übten auch nach der Veranstaltung subtilen Druck auf Teilnehmer aus, die sich kritisch gegen die Medizinsekte geäußert hatten. Als ich dann rausging, war ziemliches Gedränge da am Ausgang. Da schiebt sich ein Mann vor mich, stellt sich ganz dicht vor mich hin und blickt mir fest in die Augen und sagt zu mir, aufgrund Ihres Auftretens und aufgrund Ihrer Aussage sind Sie in Gefahr. Ich habe das nicht als ein besorgendes Sich-Kümmern empfunden, sondern das war eine massive Drohung. Eigentlich wollte der Sektenbeauftragte der evangelischen Kirche, Bernhard Wolf, mit seinem Vortrag in der Synagoge die Menschen vor der germanischen neuen Medizin warnen. Ich habe den Eindruck, dass die germanische neue Medizin sehr bewusst versucht, Menschen hier abzuholen, kranke Menschen oder Menschen, die frustriert sind von der sogenannten Schulmedizin, von der konventionellen Medizin, die sich eine Veränderung in der Medizin erhoffen. Die werden sozusagen abgefischt über dieses Interesse und dann wird ihnen mehr oder weniger unbewusst zunächst mal, also ohne dass sie es bemerken, dieses rechtsextreme Gedankengut untergejubelt. Die Verbindungen zur NPD und in die rechtsextreme Szene sind offensichtlich. So ist der Studienkreisleiter der germanischen neuen Medizin Niederbayern, Martin Gabling, gleichzeitig Vorsitzender des NPD-Bezirksverbandes Niederbayern. Ich habe mit NPD nichts zu tun. Die NPD ist ja, wie Sie wissen, zu 60-70% unterwandert vom Verfassungsschutz und vom Mossad und so weiter mehr. Also da lässt man lieber die Finger davon, ne? Sondern ich bin ein guter Deutscher, ein patriotischer Deutscher. Das Neueste ist ja nun, dass Hamer vor einiger Zeit, vor einigen Monaten, eine neue Verfassung für ein neues Deutschland ja vorgelegt hat, also sich damit ja nochmal geoutet hat und deutlich gesagt hat, die germanische neue Medizin ist die Grundlage eines neuen Gesundheitssystems in einem neuen deutschen Staat, der ernst macht damit, dass die Tradition, aus der wir kommen, die von Atlantis und von den Germanen ist. Und nun versuchen wir sozusagen einen gesunden Volkskörper herzustellen im Kontext dieser Tradition. Und da spielt die germanische neue Medizin dann eine ganz entscheidende Rolle. Die germanische neue Medizin ist die Medizin der Freiheit. Ja, die Menschen werden frei. Solche Sätze klingen wie Hohn in den Ohren von Vera Schlömer. Ihr Mann starb, weil er auf Hamer und seine braune Medizinsekte vertraut hat. Seine Frau erzählt, der Darmtumor sei relativ klein gewesen. Auf Anraten Hamers blieb der Tumor knapp 3 Jahre unbehandelt und wog am Ende 4 Kilo. Die germanische neue Medizin ist ein Weg zur Hölle, zum Tod, zum Siechtum. Es ist einfach irreführend und bringt die Menschen dazu, zu etwas zu neigen, was absolut nicht der Wahrheit entspricht. Sie führt zum Tod, unweigerlich. Wenn da wirklich
100 bei mir gestorben wären, die vorher schulmedizinisch vorbehandelt waren, das wäre gar nichts. Nein, der war nicht schulmedizinisch vorbehandelt, der hat gleich auf Sie gehört. Ja, aber den haben Sie ja gestorben. Gar nicht gekannt, ja, natürlich. Doch, den haben Sie gekannt, der war in Spanien auch bei Ihren Vorträgen. Ja, weiß ich nicht. Also ich, den Herrn Schlömer, ich kann auch nicht jeden retten. Am heiligen Abend letzten Jahres starb die 12-jährige Susanne im Allgäu an Krebs, weil ihre Eltern auf Hamer vertraut und ihre Behandlung abgebrochen hatten. Warum musste das Kind sterben, wenn es doch laut Hamer gesund war? Hamer erklärt den Tod des Mädchens mit einer abstrusen Verschwörungstheorie. Ich habe keine Schuld dabei, gar nicht, absolut nicht. Sondern keiner weiß, wer das gemacht hat. Die ganze Familie vermutet, dass die einen Chip gekriegt hat. Also diese Chips, die werden in eine Kanüle vorne eingesetzt. Ne? Die Kanüle hat einen Durchmesser von 0,3 mm. Und da können Sie so einen Chip einsetzen, beliebig lang, also 1 Millimeter oder 2, ist je nachdem. Und der hat dann also Giftkammern. Und das ist ja ein Patent angemeldet sogar. Und die können Sie dann beliebig per Satellit auslösen und dann ist er tot. Mit einem Todeschip per Satellit abgeschaltet. Die verzweifelte Mutter im Allgäu glaubt Hamer auch diese Geschichte und hat Anzeige bei der Staatsanwaltschaft München erstattet, wegen dringenden Verdachtes der Tötung ihrer Tochter durch einen Todeschip. Das Verfahren wurde nicht eröffnet. Stattdessen ermittelt die Staatsanwaltschaft Kempten auch gegen Hamer. Weiterhin führt die Staatsanwaltschaft Kempten Ermittlungen gegen den Arzt, der eine schulmedizinische Behandlung ablehnt. Hier lautet der Schuldvorwurf auf vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge. Im Rahmen der Ermittlungen wird überprüft, ob der Arzt durch Ablehnung einer schulmedizinischen Behandlung vorwerfbar den Tod des Mädchens verursacht hat. Hamer, hier bei einer Gerichtsverhandlung 1997 in Köln, ist mehrfach vorbestraft, saß in Deutschland und Frankreich im Gefängnis wegen Betruges, unterlassener Hilfeleistung und der illegalen Ausübung medizinischer Tätigkeit. Derzeit versucht er sich in Norwegen der Staatsanwaltschaft zu entziehen. Ein Medizinguru, ein Scharlatan, der sich bei seinen Ferndiagnosen offensichtlich keine große Mühe macht. Olivia Pilhar aus Österreich, Stefan Birkhofer aus dem Schwarzwald und die tote Susanne aus dem Allgäu hatten laut Hamer alle drei dasselbe Problem. Zysten in der rechten Niere und einen Wasserkonflikt. Ich glaube, man muss einfach sich vorstellen, dass Menschen an einer verzweifelten Situation um ihr Leben kämpfen und dann eben halt auch vielleicht nicht mehr ganz rational bleiben können, sondern irrational reagieren und sich auf Dinge stürzen, die, ich sag mal, ein Wunder versprechen. Aber Wunder kommen in der Medizin relativ selten vor. Und eine Behandlungsstrategie auf Wunder aufzubauen, halte ich persönlich für sehr gefährlich. Die germanische neue Medizin hat enormen Zulauf, auch in Bayern. Rieke Gerd Hamer spielt mit der Angst und der Verzweiflung schwerkranker Menschen und ihrer Angehörigen, die in ihrer Not nach alternativen Heilmethoden suchen. Hamer verspricht die Heilung von Krebs ohne medizinische Therapie. Ein oft tödliches Versprechen. Die Schulmedizin schuld. So sammelt Hamer in ganz Europa eine fanatische Anhängerschaft. Die Bewegung ist sektenartig organisiert. Und wie viele Anhänger sind es? Wie sind die organisiert? Da gibt es auch immer diese Treffen. Haben Sie da Einfluss drauf? Oder? Ich meine, ich schätze mal, dass da inzwischen in Deutschland vielleicht 100.000 Anhänger sind. Ja, vielleicht auch sogar mehr. Stammtische und Vorträge der germanischen neuen Medizin wie in Kempten Anfang Mai wirken auf den ersten Blick harmlos und bürgerlich. Die Menschen dort haben oft sehr persönliche Erfahrungen mit Krebs gemacht und sind auf der Suche. Überall in Bayern, auch hier in Oberhaching, gibt es solche Treffen. Wir haben einige besucht, durften aber bei keiner dieser Veranstaltungen mit der Kamera in den Vortragssaal. Das ist wie eine Revolution. Es ist wie, dass die Erde keine Scheibe mehr ist. Genauso ist es. Ich habe selber krebskrankes Kind. Ich bin Ärztin und da möchte ich mich jetzt
darüber mehr informieren. Mhm. Ich bin ein offener Mensch und beschäftige mich viel einfach mit anderen Möglichkeiten. Ich bin ein Freund von Möglichkeiten. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, einfach einen anderen Weg zu gehen. Perfekt. Perfekt. Ich frage mich bloß, wieso die Schulmedizin sich da nicht schon längst geöffnet hat. Das ist eine Frechheit. Also mich interessiert es sehr, ich befasse mich auch damit und denke, dass das eine tolle Sache ist, die was aber sehr zurückgehalten wird. Ich finde das spannend, also wenn sofort dieser Schriftzug auch auftaucht, also, ja. Diese, also allein die Optik, dass dieses Rechtsradikale rüberkommt, dass dann sofort die Presse sich herstürzt und Futter widmet. Also das finde ich gut. Nein, hat nichts mit antisemitisch, das ist nur das Wort. Hat gar nichts damit zu tun. Ach so. Es ist nur zufällig so, dass die Juden, wie man lesen kann, eben das anwenden und dass da keiner Krebs hat. Wer nachhakt, kommt schnell auf den antisemitischen Hintergrund. Denn Hamer und seine Anhänger verbreiten Unglaubliches. In einem Dokument von 2008 behaupten sie, die Zionisten würden mit der Chemotherapie einen weltweiten Genozid begehen. Alle Juden würden germanische neue Medizin anwenden. Alle anderen Patienten bekämen von jüdischen Ärzten Chemotherapie. Die sei meist tödlich. In unserem Interview wiederholt Hamer immer wieder diese ungeheuerliche Verschwörungstheorie. Übrigens, in Deutschland kriegt kein Jude Chemo. Kein Jude kriegt Chemo. Ne? Das müssen wir auch festhalten. Ne? Und die allermeisten Onkologen gehören dieser Glaubensgemeinschaft an. Sie behandeln ihre jüdischen Patienten ohne Chemo und die nicht-jüdischen mit Chemo. Also die möchten nicht, dass der Rest der Welt überlebt. Ja. Deshalb sind in den letzten 29 Jahren 2 Milliarden Menschen mit Chemo umgebracht worden. Mit diesen seine bekannten Thesen verkündete, wir Nichtjuden, immer diese Differenz zwischen Juden und Nichtjuden, wir Nichtjuden möchten auch gerne nach der GNM geheilt werden. Das verwehren uns aber die Juden, also sind wir gezwungen, uns von der Chemotherapie vergiften und töten zu lassen. Und dann fiel dieser Satz von ihm, finden Sie nicht auch, dass Hamer der größte Wohltäter der Juden ist? Und es war eine absolute Totenstille in dem Raum. Was für mich dann ganz, ganz schlimm war, dass er sehr viel Applaus bekommen hat. Also offensichtlich von seinen Anhängern, die alle relativ weit hinten saßen, sich im Raum gut verteilt hatten. Und man hatte dann, wenn man vorne in der ersten Reihe saß, das Gefühl, irgendwie um einen rum waren nur noch GNM-Anhänger. Und das hat also hat schon für eine sehr beklemmende Stimmung gesorgt, hat mir auch persönlich Angst gemacht. Es ist mir unerklärlich, dass immer noch Leute gibt, die Juden sind unser Unglück. Das ist ja im Grunde eine Variation dieses Satzes. Die Juden sind also schuld, dass wir mit Chemotherapie zugrunde gerichtet werden. Also Juden sind unser Unglück. Dass die Juden unser Unglück sind, das wollen wir ungern wiederholt hören und das wollen wir schon gar nicht in der Synagoge wiederholt hören. Strategisch günstig hatten sich die Anhänger der germanischen neuen Medizin in der Synagoge verteilt und übten auch nach der Veranstaltung subtilen Druck auf Teilnehmer aus, die sich kritisch gegen die Medizinsekte geäußert hatten. Als ich dann rausging, war ziemliches Gedränge da am Ausgang. Da schiebt sich ein Mann vor mich, stellt sich ganz dicht vor mich hin und blickt mir fest in die Augen und sagt zu mir, aufgrund Ihres Auftretens und aufgrund Ihrer Aussage sind Sie in Gefahr. Ich habe das nicht als ein besorgendes sich kümmern empfunden, sondern das war eine massive Drohung. Eigentlich wollte der Sektenbeauftragte der evangelischen Kirche, Bernhard Wolf, mit seinem Vortrag in der Synagoge die Menschen vor der germanischen neuen Medizin warnen. Ich habe den Eindruck, dass die germanische neue Medizin sehr bewusst versucht, Menschen hier abzuholen, kranke Menschen oder Menschen, die frustriert sind von der sogenannten Schulmedizin, von der konventionellen Medizin, die sich eine Veränderung in der Medizin erhoffen. Die werden sozusagen abgefischt über dieses Interesse und dann wird ihnen mehr oder weniger unbewusst zunächst mal, also ohne dass sie es bemerken, dieses rechtsextreme Gedankengut untergejubelt. Die Verbindungen zur NPD und in die rechtsextreme Szene sind offensichtlich. So ist der Studienkreisleiter der germanischen Neuen Medizin Niederbayern, Martin Gabling, gleichzeitig Vorsitzender der Welt.
auch überlebt, ja. Deshalb sind in den letzten 29 Jahren 2 Milliarden Menschen mit Chemo umgebracht worden. Mit diesen Aussagen wird auch Professor Wolfgang Hiddemann immer wieder konfrontiert. Denn viele seiner Krebspatienten stoßen auf der Suche nach Alternativen auf Hamers Theorien. Die Behauptung, dass die meisten Onkologen Juden seien und ihre Angehörigen nicht mit Chemotherapie behandeln würden, das sind Behauptungen, die sind so absurd, dass man sich einfach nur wundern kann, dass es irgendeinen Menschen gibt, der solch eine These tatsächlich ernsthaft diskutieren kann. Aber hier wird idiotisch mit Chemo und 98% sterben. Dass die wirklich zu 98% sterben, das zeigen alle Statistiken. Auch das wiederholt Hamer immer wieder und seine Assistentin hält vermeintliche Beweise in die Kamera. Aber Hamer arbeitet mit falschen Zahlen, zitiert uralte Statistiken oder beruft sich auf dubiose Quellen. Hamer hat längst den Überblick über die aktuelle Krebsforschung verloren. Es wird ja leider in der Diskussion immer wieder übersehen, welche Fortschritte die Onkologie tatsächlich auch gemacht hat. Wir gehen heute davon aus, dass etwa 400.000 bis 450.000 Menschen in Deutschland pro Jahr neu an Krebs erkranken. Von diesen Menschen hat etwa die Hälfte eine Erkrankung, die in einem Stadium erkannt wird, wo es noch begrenzt ist. Und da kann ich mit örtlich begrenzten Maßnahmen, das heißt meistens einer Operation oder einer Bestrahlung, den Krebs heilen. Und es sind heutzutage nur etwa 10% der Krebskrankheiten, die wir zurzeit mit den Mitteln, die wir haben, nicht wirksam beeinflussen können. Doch unbeirrt von Fakten wird bei Veranstaltungen der germanischen neuen Medizin die Behauptung, 98% der Krebspatienten würden nach einer Chemotherapie sterben, gebetsmühlenartig wiederholt. Den Antisemitismus spielen die Besucher herunter. Das ist jetzt seine Einstellung dazu, dass also ich mische Medizin und Politik nicht. Es geht um die Information über den Menschen selber und dann hilft mir das andere nicht, ich muss einmal drüber wegschauen können. In Oberhaching filmt Veranstaltungsleiter Helmut Pielhaar unser Kamerateam. Pielhaar organisiert die Stammtische und Vorträge und ist als Chefagitator für die germanische neue Medizin unterwegs. Er selbst möchte uns kein Interview geben. Pielhaar und seine Frau, hier Aufnahmen von 1995, erregten europaweites Aufsehen, weil sie mit ihrem krebskranken Kind Olivia und Hamer quer durch Europa flüchteten. Hamer hatte auch bei Olivia eine Zyste in der rechten Niere und einen Flüssigkeitsbässe. Und dann wird ihnen mehr oder weniger unbewusst zunächst mal, also ohne dass sie es bemerken, dieses rechtsextreme Gedankengut untergejubelt. Die Verbindungen zur NPD und in die rechtsextreme Szene sind offensichtlich. So ist der Studienkreisleiter der germanischen Neuen Medizin Niederbayern, Martin Gabling, gleichzeitig Vorsitzender des NPD-Bezirksverbandes Niederbayern. Ich habe mit NPD nichts zu tun. Die NPD ist ja, wie Sie wissen, zu 60-70% unterwandert vom Verfassungsschutz und vom Mossad und so weiter mehr. Also da lässt man lieber die Finger davon, ne? Sondern ich bin ein guter Deutscher, ein patriotischer Deutscher. Das Neueste ist ja nun, dass Hamer vor einigen Monaten eine neue Verfassung für ein neues Deutschland ja vorgelegt hat, also sich damit ja nochmal geoutet hat und deutlich gesagt hat, die germanische neue Medizin ist die Grundlage eines neuen Gesundheitssystems in einem neuen deutschen Staat, der ernst macht damit, dass die Tradition, aus der wir kommen, die von Atlantis und von den Germanen ist. Und nun versuchen wir sozusagen einen gesunden Volkskörper herzustellen im Kontext dieser Tradition. Und da spielt die germanische neue Medizin dann eine ganz entscheidende Rolle. Die germanische neue Medizin ist die Medizin der Freiheit. Ja, die Menschen werden frei. Solche Sätze klingen wie Hohn in den Ohren von Vera Schlömer. Ihr Mann starb, weil er auf Hamer und seine braune Medizinsekte vertraut hat. Seine Frau erzählt, der Darmtumor sei relativ klein gewesen. Auf Anraten Hamers blieb der Tumor knapp 3 Jahre unbehandelt und wog am Ende 4 Kilo. Die germanische neue Medizin
ist ein Weg zur Hölle, zum Tod, zum Siechtum. Es ist einfach irreführend und bringt die Menschen dazu, zu etwas zu neigen, was absolut nicht der Wahrheit entspricht. Sie führt zum Tod, unweigerlich. Wenn da wirklich 100 bei mir gestorben wären, die vorher schulmedizinisch vorbehandelt waren, das wäre gar nichts. Nein, der war nicht schulmedizinisch vorbehandelt, der hat gleich auf Sie gehört. Ja, aber den haben Sie ja gestorben. Gar nicht gekannt, ja, natürlich. Doch, den haben Sie gekannt, der war in Spanien auch bei Ihren Vorträgen. Ja, weiß ich nicht. Also ich, den Herrn Schlömer, ja. Ich kann auch nicht jeden retten. Am heiligen Abend letzten Jahres starb die 12-jährige Susanne im Allgäu an Krebs, weil ihre Eltern auf Hamer vertraut und ihre Behandlung abgebrochen hatten. Warum musste das Kind sterben, wenn es doch laut Hamer gesund war? Hamer erklärt den Tod des Mädchens mit einer abstrusen Verschwörungstheorie. Im Kontext dieser Tradition, und da spielt die germanische Neue Medizin dann eine ganz entscheidende Rolle. Die germanische Neue Medizin ist die Medizin der Freiheit. Ja, die Menschen werden frei. Solche Sätze klingen wie Hohn in den Ohren von Vera Schlömer. Ihr Mann starb, weil er auf Hamer und seine braune Medizinsekte vertraut hat. Seine Frau erzählt, der Darmtumor sei relativ klein gewesen. Auf Anraten Hamers blieb der Tumor knapp 3 Jahre unbehandelt und wog am Ende 4 Kilo. Die germanische Neue Medizin ist ein Weg zur Hölle, zum Tod, zum Siechtum. Es ist einfach irreführend und bringt die Menschen dazu, zu etwas zu neigen, was absolut nicht der Wahrheit entspricht. Sie führt zum Tod, unweigerlich. Wenn da wirklich 100 bei mir gestorben wären, die vorher schulmedizinisch vorbehandelt waren, das wäre gar nichts. Nein, der war nicht schulmedizinisch vorbehandelt, der hat gleich auf Sie gehört. Ja, aber den haben Sie ja gestorben? Gar nicht gekannt, ja, natürlich. Doch, den haben Sie gekannt, der war in Spanien auch bei Ihren Vorträgen. Ja, weiß ich nicht. Also ich, den Herrn Schlömer, ja. Ich kann auch nicht jeden retten. Am heiligen Abend letzten Jahres starb die 12-jährige Susanne im Allgäu an Krebs, weil ihre Eltern auf Hamer vertraut und ihre Behandlung abgebrochen hatten. Warum musste das Kind sterben, wenn es doch laut Hamer gesund war? Hamer erklärt den Tod des Mädchens mit einer abstrusen Verschwörungstheorie. Ich habe keine Schuld dabei, gar nicht, absolut nicht. Sondern keiner weiß, wer das gemacht hat. Die ganze Familie vermutet, dass die einen Chip gekriegt hat. Also diese Chips, die werden in eine Kanüle vorne eingesetzt. Ne? Die Kanüle hat einen Durchmesser von 0,3 mm. Und da können Sie so einen Chip einsetzen, beliebig lang, also 1 mm oder 2, ist je nachdem. Und der hat dann also Giftkammern. Und das ist ja ein Patent angemeldet sogar. Und die können Sie dann beliebig per Satellit auslösen und dann ist er tot. Mit einem Todeschip per Satellit abgeschaltet. Die verzweifelte Mutter im Allgäu glaubt Hamer auch diese Geschichte und hat Anzeige bei der Staatsanwaltschaft München erstattet, wegen dringenden Verdachtes der Tötung ihrer Tochter durch einen Todeschip. Das Verfahren wurde nicht eröffnet. Stattdessen ermittelt die Staatsanwaltschaft Kempten auch gegen Hamer. Weiterhin führt die Staatsanwaltschaft Kempten Ermittlungen gegen den Arzt, der eine schulmedizinische Behandlung ablehnt. Hier lautet der Schuldvorwurf auf vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge. Im Rahmen der Ermittlungen wird überprüft, ob der Arzt durch Ablehnung einer schulmedizinischen Behandlung vorwerfbar den Tod des Mädchens verursacht hat. Hat etwa die Hälfte eine Erkrankung, die in einem Stadium erkannt wird, wo es noch begrenzt ist. Und da kann ich mit örtlich begrenzten Maßnahmen, das heißt meistens einer Operation oder einer Bestrahlung, den Krebs heilen. Und es sind heutzutage nur etwa 10% der Krebskrankheiten, die wir zurzeit mit den Mitteln, die wir haben, nicht wirksam beeinflussen können. Doch unbeirrt von Fakten wird bei Veranstaltungen der germanischen Neuen Medizin die Behauptung, 98% der Krebspatienten würden nach einer Chemotherapie sterben, gebetsmühlenartig wiederholt. Den Antisemitismus spielen die Besucher herunter. Das ist jetzt seine Einstellung dazu, dass, also ich mische Medizin und Politik nicht. Es geht um die Information über den Menschen selber und dann hilft mir das andere nicht. Ich muss einmal drüber wegschauen können.
In Oberhaching filmt Veranstaltungsleiter Helmut Pielhaar unser Kamerateam. Pielhaar organisiert die Stammtische und Vorträge und ist als Chefagitator für die germanische Neue Medizin unterwegs. Er selbst möchte uns kein Interview geben. Pielhaar und seine Frau, hier Aufnahmen von 1995, erregten europaweites Aufsehen, weil sie mit ihrem krebskranken Kind Olivia und Hamer quer durch Europa flüchteten. Hamer hatte auch bei Olivia eine Zyste in der rechten Niere und einen Flüssigkeitskonflikt diagnostiziert. Die österreichischen Behörden entzogen den Pielhaars das Erziehungsrecht und ließen das Kind therapieren und operieren. Operation und Chemotherapie retten Olivia Pielhaar das Leben. Trotzdem sind die Pielhaars glühende Verehrer Hamers geblieben. Hier sehen wir Olivia auf einem Foto von 2008 mit Hamer und ihren Eltern. Alle haben sie das Dokument unterschrieben, das den Juden Genozid mit Chemotherapie vorwirft. Helmut Pielhaar verbreitet im Internet und bei Auftritten auch in Bayern Hamers Lehre, gespickt mit antisemitischen Ausfällen. Pielhaar ist Hamers erster Apostel und verantwortlich für die Verbreitung der braunen Medizinlehre im deutschsprachigen Raum. Kronach in Franken. Mit Schrecken erinnern sich Zeugen an einen Auftritt Pielhaars und seiner Anhänger in der dortigen Synagoge. Nach einem kritischen Vortrag über die germanische neue Medizin kam es zum Eklat. Sektenanhänger hatten sich heimlich unter das Publikum gemischt. Die Pielhaar-Thesen, die haben mich geradezu entsetzt, wie er sich also hinstellt, in Pose stellte, in die Ecke da vorne. Dass also alle, die den Kopf drehten, ihn sehen konnten. Ganz schlimm war, dass er sehr viel Applaus bekommen hat. Also offensichtlich von seinen Anhängern, die alle relativ weit hinten saßen, sich im Raum gut verteilt hatten. Und man hatte dann, wenn man vorne in der ersten Reihe saß, das Gefühl, irgendwie um einen rum waren nur noch GNM-Anhänger. Und das hat also hat schon für eine sehr beklemmende Stimmung gesorgt, hat mir auch persönlich Angst gemacht. Es ist mir unerklärlich, dass immer noch Leute gibt, die Juden sind unser Unglück. Das ist ja im Grunde eine Variation dieses Satzes. Die Juden sind also schuld, dass wir mit Chemotherapie zugrunde gerichtet werden. Also Juden sind unser Unglück. Dass die Juden unser Unglück sind, das wollen wir ungern wiederholt hören und das wollen wir schon gar nicht in der Synagoge wiederholt hören. Strategisch günstig hatten sich die Anhänger der germanischen neuen Medizin in der Synagoge verteilt und übten auch nach der Veranstaltung subtilen Druck auf Teilnehmer aus, die sich kritisch gegen die Medizinsekte geäußert hatten. Als ich dann rausging, war ziemliches Gedränge da am Ausgang. Da schiebt sich ein Mann vor mich, stellt sich ganz dicht vor mich hin und blickt mir fest in die Augen und sagt zu mir, aufgrund ihres Auftretens und aufgrund ihrer Aussage, sind Sie in Gefahr? Ich habe das nicht als ein besorgendes sich kümmern empfunden, sondern das war eine massive Drohung. Eigentlich wollte der Sektenbeauftragte der evangelischen Kirche, Bernhard Wolf, mit seinem Vortrag in der Synagoge die Menschen vor der germanischen neuen Medizin warnen. Ich habe den Eindruck, dass die germanische Neue Medizin sehr bewusst versucht, Menschen hier abzuholen, kranke Menschen oder Menschen, die frustriert sind von der sogenannten Schulmedizin, von der konventionellen Medizin, die sich eine Veränderung in der Medizin erhoffen. Die werden sozusagen abgefischt über dieses Interesse und dann wird ihnen mehr oder weniger unbewusst zunächst mal, also ohne dass sie es bemerken, dieses rechtsextreme Gedankengut untergejubelt. Die Verbindungen zur NPD und in die rechtsextreme Szene sind offensichtlich. So ist der Studienkreisleiter der germanischen Neuen Medizin Niederbayern, Martin Gabling, gleichzeitig Vorsitzender des NPD-Bezirksverbandes Niederbayern. Ich habe mit NPD nichts zu tun. Die NPD ist ja, wie Sie wissen, zu 60-70% unterwandert vom Verfassungsschutz und vom Mossad und so weiter mehr. Also da lässt man lieber die Finger davon, ne? Sondern ich bin ein guter Deutscher, ein patriotischer Deutscher. Das Neueste ist ja nun, dass Hamer vor einigen Monaten eine neue Verfassung für ein neues Deutschland ja vorgelegt hat, also sich damit ja nochmal geoutet hat und deutlich gesagt hat, die germanische neue Medizin